Die Ausstellung Beauty Contest ist eine Kooperation zwischen dem Österreichischen Kulturforum in New York und dem MUSA, der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Stadt Wien. Für uns eine großartige Gelegenheit, österreichische Wiener Künstlerinnen und Künstler nach New York zu bringen und dort in Kombination mit großen internationalen Stars wie zum Beispiel Cindy Sherman oder Caleb Lindsay zu zeigen. In New York war die Ausstellung natürlich aufgrund der dortigen räumlichen Gegebenheiten etwas kleiner als in Wien und wir hatten dadurch im MUSA die Chance, auch andere großartige Positionen aus unserer Sammlung in dieser Ausstellung zu integrieren und auch in den Katalog aufzunehmen. Am Beauty Contest, zu diesem Thema, zu diesem Titel sind wir gekommen durch die Anfangsidee vom Direktor vom Kulturforum, Andreas Stadler. Der hat, so wie viele auch andere, auch diesen Film gesehen, Little Miss Sunshine. Und dann ist uns aufgefallen, dass es ja wirklich schon von Kindheitsbeinen an bis hin ins hohe Alter sind wir mit diesem Wettbewerb konfrontiert. Nämlich dieser Wettbewerb, jetzt nicht unbedingt schön zu sein, sondern in unserer heutigen Zeit ist es ja gleichgesetzt schön mit gut, schön mit richtig, schön mit wahr. We came up with an idea that would reflect our own sensibilities. We all had our top 10 of the dream artists that we would like to include, and then it was a debate that ended up lasting for almost 5 months before we finally agreed to the original list of artists. We really wanted a balance between Austrian artists and what you're calling international artists. So we're calling them international, but even artists working in Vienna, they may not be born in Vienna. They may have a different sensibility. You have artists like Leslie DeMillo, who was born in Dar es Salaam, and whose origins from this family come from India. But he brings a certain interesting point of view to art in Vienna, because he works and lives here. So is he an Austrian artist? Yes, but at the same time, he's not an Austrian artist. So I think that duality is very interesting. It is true that the majority of the artists are women, but in the way that we try to approach this theme through different barriers, which are the barriers of gender, the barriers of race, the barriers of age, and even transgender. So I think that the fact that we were able to cohesively include all those barriers into this common theme of beauty is what makes it more powerful, because in some ways I feel like it's quite unexpected to have an artist like Maria Lasnik next to an outcast, an outsider like Caleb Lindsay. Das Besondere an dieser Ausstellung ist diese Vielfalt auf der einen Seite, sowohl von der Künstlerinnen-Auswahl, da sie ja sowohl von New York als auch von Wien kuratiert wurde. Das zum einen, zum anderen die Materialvielfalt. Es befinden sich Zeichnungen, fotografische Herangehensweise, Videoarbeiten, Skulpturen und natürlich auch die Performance. Als ganz besonders schönes Ereignis war ja auch bei der Eröffnung der Ausstellung der Schritt zum Schnitt von Mehmet Emi und Ines Zugschwert zu sehen, als auch die Performance von Jakob Lena Knebel und Hans Scheierl namens Hans Pollock Scheierl und Jakob Klein Knebel. Die Performance von Mehmet Emi und Ines Zugschwert wird noch dreimal im MUSA wiederholt, jeden Monat einmal. Am 22. März freuen wir uns, Maria Petschnik, die bereits in der Ausstellung noch zu sehen ist, zeigen zu können. Und am 10. Mai sozusagen kulminiert dann der Performance-Reigen in der Performance von Clarina Bezzola, When I Walk Alone in the Streets, aufführen wird. Musik.
Es sind mehrere rote Fäden, die sich durch diese Ausstellung ziehen. Dem Besucher, die Besucherin steht es offen, welchem Faden er sie jetzt verfolgt. Es ist auf der einen Seite, sind Gruppierungen zustande gekommen, die von vornherein, von der Gesellschaft her eigentlich vordefiniert waren. Die sind zum Beispiel, was ist Schönheit, wie betrifft uns Schönheit, wie wird Schönheit instrumentalisiert? Ist Schönheit auf ein bestimmtes Geschlecht konzentriert? Ist Schönheit von unserem eurozentristischen Gesichtspunkt, Blickwinkel, von unserer Position heraus, ist es ein anderer Schönheitsbegriff als jener, ich sage jetzt mal in Südamerika zum Beispiel. Unsere Frage war dann, wie kommt es zu diesem Schönheitsdiktat? Wer produziert dieses Diktat und wer gehorcht diesem Diktat? Und dann natürlich noch die letzte Gruppe, was sind Auswege aus diesem Diktat? Wir sagen der Repression durch Schönheit, wie sie durch die Medien, durch die Gesellschaft ausgeübt wird, den Kampf an mit dieser Ausstellung. Wir gehen gegen dieses Schindluder, das mit dem Schönheitsdiktat getrieben wird, vor, lassen die Künstlerinnen und Künstler ihre eigenen Ideen dazu bringen, die eigene Individualität ausspielen und erzeugen damit ein ganz eigenes Authentizitätsgefühl auch im Betrachter, der einfach seine eigene Schönheit erleben kann.